Hallo und willkommen zu Episode 0 meiner Tutorials. Ich habe mich zu diesem Tutorial von meinen Zuschauern hinreißen lassen und sehe es auch selbst irgendwo als sinnvoll an, erstmal die Grundlagen des RPG-Makers zu erklären, bevor wir uns mit komplexeren Sachen beschäftigen und sei es auch nur eine Truhe. Für Leute, die sich schon länger mit dem RPG-Maker beschäftigen, wird das wahrscheinlich weniger interessant sein, aber Leute, die den RPG-Maker gerade erst kennengelernt haben, sollten sich das auf jeden Fall ansehen. Ich werde auch Hinweise geben für das Projekt oder allgemein Hinweise während eures Projektes, worauf ihr achten solltet, damit ihr möglichst keine Fehler macht, die ihr dann später bereut. Ich werde alles anhand des RPG Maker 2003 erklären. Es macht keinen großen Unterschied, ob jetzt ein 2000 oder 2003, aber ich besitze den 2003 selber. Die Unterschiede zwischen diesen Versionen 2000 und 2003 sind relativ gering. Daher sollte das auch keinen großen Unterschied machen, an was ich das jetzt erkläre. Außerdem ist meine Version auf Englisch. Ich empfehle auch euch, die englische Version und nicht die deutsche Version zu benutzen, da diese am weitesten verbreitet ist und alle sowieso in der englischen Variante reden. Die Befehle sind auch nicht so kompliziert zu verstehen, also scheiß auf irgendein Deutsch-Patch, nicht wahr? Gut. Ich fange von links an, werde mich da rechts vorarbeiten. Die Database hingegen werde ich in einem zusätzlichen Video erklären, da die doch etwas komplexer ist. Gut, wir besitzen kein Projekt, wir legen erstmal Neues an mit Create a New Project. Wir wählen einen Ordner, wo unser Spiel drin sein soll. Ich wähle den Ordner TutorialMG. Dort soll das Spiel erstellt werden. Wir nennen es jetzt einfach mal Spiel. Sowohl der Dateiname als auch der Spielname. Gehen auf OK. Ich würde übrigens immer dem Spiel hier einen Namen geben, da ansonsten oben im Testspiel und auch während des Spielens bei anderen Leuten steht Untitled und das sieht einfach nur extrem unprofessionell aus. Gut, das zweite wäre Open an Existing Project, also euer Projekt öffnen. Ich werde euch kurz etwas demonstrieren, weil das auch relativ wichtig sein kann. Manchmal finden die Leute ihr Spiel nicht wieder und das liegt daran, dass sie hier das Spiel selbst angeklickt haben. Also wenn man hier auf Spiel geht, findet man das nicht, denn der Ordner Spiel ist bereits euer Spiel. Deswegen nehmt den darüber liegenden Ordner, daran findet ihr euer Spiel. Und deswegen habe ich das Spiel auch so genannt, aus Demonstrationsgründen, Open. Das dritte ist, Projekt schließen, sollte klar sein. Das nächste wäre Create a Game Disk, eine Game Disk erstellen. Damit wird automatisch auch eine Installationsdatei erstellt, die euch in den Computer einen Registry-Eintrag hackt und eventuell werden damit Patches, zum Beispiel der Inologie-Tastenpatch oder was weiß ich, nicht mehr funktionieren. Oder auch es gibt einen kleinen Trick, mit dem andere Leute das Runtime-Package nicht mehr benötigen. Auch das funktioniert nicht mehr, wenn ihr auf Create a Game Disk klickt. Auch sehen es die Leute nicht gerne, wenn sie erstmal ein RPG-Maker-Spiel, was ja nun wirklich ziemlich primitiv ist, an sich erstmal installieren müssen, obwohl es genauso gut auch funktioniert, wenn ihr den Dateiordner verzippt und den Leuten weitergebt. Das funktioniert ganz genauso, es gibt absolut keine Nachteile. Nachteile gibt es nur mit der Game Disk. Vergesst die Game Disk, benutzt sie nie, sie ist einfach nur blöd. Das nächste wäre Save Changes Made to Maps. Das bedeutet einfach nur das Spiel speichern. Macht das einfach hin und wieder. In der Database wird automatisch gespeichert, das könnt ihr also nicht nochmal extra speichern. Der nächste wäre Revert to State where Map was last saved. Also den Status eurer Karte, also alles was sowieso gespeichert werden kann, wird wieder zu dem Punkt zurückversetzt, wo ihr das letzte Mal gespeichert habt. Das ist relativ praktisch, wenn ihr einen Fehler macht, dann müsst ihr nicht erst das Projekt wieder schließen, dann wieder öffnen, sondern könnt gleich auf diesen Button klicken. Der nächste Bereich wäre das hier, die Layer. Die Layer sind sehr wichtig während des Mappens und ich werde euch das kurz demonstrieren. Dazu werde ich kurz eine kleine Map erstellen. So, etwas rauszoomen, damit man sie sieht. Wir speichern, damit habe ich es auch gleich demonstriert. Die Layer. Die Layer sind, ihr könnt sie euch quasi vorstellen wie Folien. Sie arbeiten unabhängig voneinander und ihr könnt sie übereinander legen. Der Lower Layer
ist quasi der linke Teil eures Chipsets. Die Chipsets sind die Ressourcen, aus denen ihr eure Karte erstellt. Das ist der linke Bereich. Füllen wir das Ganze jetzt mal mit dem Gras. Wenn ihr jetzt etwas anderes nehmt, zum Beispiel diesen Baum hier, und damit rüber geht, dann ist alles verloren, was ihr vorher darunter hattet. Das heißt, alles hier im Lower Layer ist abhängig voneinander. Man kann das allerdings auch anders machen, indem man auf den Upper Layer geht. Das ist der rechte Teil des Chipsets. Hier sieht man auch, fast alles ist rosa. Das ist Transparenz, das heißt, es wird bei euch nicht angezeigt. Um als Beispiel ein Beispiel zu machen, setzen wir jetzt einfach mal einen Baum hinein. Ihr seht, das Rosane wird nicht angezeigt. Das ist die Transparenz. Die könnt ihr beim Importieren auch einstellen. Das zeige ich euch nachher. Damit ist einiges möglich. Zum einen, der Lower Layer wird nicht angetastet. Die Layer arbeiten unabhängig voneinander. Und alles darunter verschwindet nicht. Löschen wir es jetzt wieder. Ihr seht, es ist immer noch da. Allerdings, genau wie beim Lower Layer, wenn ihr hier im Upper Layer was löscht oder überschreibt, ne, ihr seht, es ist alles abhängig voneinander. Ihr könnt auch noch einen Schritt weiter gehen in den Event Layer. Dort erstellt ihr nicht nur Events, also ein Event ist, mache ich mal einen Doppelklick, das hier, zum Beispiel so, okay, das ist ein Event. Ein Event sieht immer so aus. Ich lösche es kurz wieder raus. Events könnt ihr auch über diese Bäume oder überhaupt über alles legen. Es ist die oberste Folie eurer Karte. Und damit könnt ihr sogar mappen, denn der Event-Layer ist grafisch teilweise abhängig. Er kann davon abhängig sein, von dem Upper-Layer. Alles, was ihr hier seht, könnt ihr auch, also hier, könnt ihr auch im Event-Layer verwenden, als auch im Upper-Layer. Dadurch können sich auch Bäume überschneiden, indem ihr den Upper-Layer und den Event-Layer miteinander mischt. Der nächste Bereich ist der Zoom-Faktor. Gut, das erklärt sich jetzt eigentlich von selbst. Wie gesagt, auf die Database werde ich erst ein anderes Mal eingehen. Nun was ganz Wichtiges, Ressourcen importieren und exportieren. Wichtiger ist eigentlich importieren, exportieren, eigentlich so gut wie nie. Diese ganzen Ordner befinden sich auch, sobald ihr ein neues Projekt erstellt, auch in eurem Projektordner. Die löscht ihr auch bitte nicht, die sind wichtig. Das sind eure Ressourcen, aus denen euer Spiel besteht. Alles, was ihr jetzt hier auf der rechten Seite seht, befindet sich im Ordner, außer das, wo RTP dahinter steht. Standardmäßig steht überall RTP dahinter. RTP bedeutet Runtime Package und befindet sich in einem ganz anderen Ordner, den aber der RPG Maker auch benutzt. Der RPG Maker 2000 verwendet dabei das Runtime Package von ASCII und der 2003er das Runtime Package von Enterbrain. Die befinden sich irgendwo unter Programme und dann der jeweilige Ordner ASCII oder Enterbrain. Dort werden auch die Ressourcen rausgelesen und werden dann hier angezeigt. Das heißt, ihr könnt sie sofort verwenden und müsst sie nicht nochmal extra importieren. Wichtig ist, wenn ihr ganz neue Ressourcen verwendet, zum Beispiel wir wollen jetzt ein Set aus Secret of Mana verwenden, was hier nicht enthalten ist, dann packt das nicht, auf gar keinen Fall, in das Runtime Package, sondern packt das in euren Projektordner. Denn dort habt ihr ja auch eure Ordner. Und dort müssen die auch dringend rein. Nicht in das Runtime Package. Der Grund ist, wenn ihr das Spiel anderen weiterleitet, wird das Spiel, zum Beispiel diese Secret of Mana Ressource, im Runtime Package suchen. Aber die ist ja gar nicht vorhanden, da das standardmäßig gar nicht im Runtime Package drin ist. Das heißt, leitet es bitte immer so weiter, dass ihr das Ganze importiert. Kopiert es auch nicht einfach in die Ordner rein, sondern verwendet den Button Import. Manchmal kann man auch reinkopieren, zum Beispiel bei Panorama oder Title, da wo es keine transparenten Farben gibt, also transparente Farben wie hier im Chipset, aber es bietet sich an bei Carsets und Chipsets, denn ansonsten kann es sehr, sehr gut möglich sein, dass der RPG Maker willkürlich irgendeine Farbe als transparent verwendet. Wenn ihr irgendwas importiert, Ich demonstriere das jetzt mal nicht. Dann könnt ihr auch mit einem Klick selbst bestimmen, was transparent sein soll. Das ist an sich sehr praktisch.
Es kursieren auch Gerüchte, dass Fehler ausgelöst werden können, wenn man einfach nur alles reinkopiert. Andere sagen wieder, das stimmt nicht. Aber wer weiß schon, was richtig ist, macht lieber alles richtig, indem ihr auch die gegebene Funktion Import verwendet. Wenn ihr etwas importieren wollt, muss es auf 256 Indexfarben sein und PNG. Ihr könnt es allerdings auch als BMP importieren. Was ihr jeweils importieren könnt, das steht jeweils da, zum Beispiel bei Sound Import steht es hier unten, was alles möglich ist. Ansonsten gibt es dann noch diesen Bereich, dort könnt ihr die importierte Musik und die Runtime Package Musik euch anhören. Hier könnt ihr Events suchen, hier das Testspiel, hier könnt ihr das Testspiel Vollbild machen oder mit angezeigtem oder ausgeschaltetem Titel, ganz nach dem wie ihr wollt, und das Hilfebüchlein. So, das war der erste Teil und im zweiten Teil werden wir uns dann mit der Database beschäftigen. Vielen Dank fürs Zusehen des ersten Teils. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen geholfen.